Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zurück zu KuchenTV Uncut. Twizzy sitzt immer noch neben mir. Hi, es geht toll, freut mich auf jeden Fall und so. Ja, ist schön. Heute reagieren wir mal wieder auf Heikel, und zwar hat der auf mein Gespräch mit Hisham reagiert und ist anscheinend der Meinung, dass er mich voll zerstört hat. Und deswegen habe ich mir hier die Unterstützung geholt von unserem Punchline-Schreiber Nummer 1, um Heikel nochmal klarzumachen, dass ich ihn zerstört habe. Ja, wollen wir starten oder hast du noch was zu sagen? Nee, ich hab Bock. Let's go. So, dann rein da. Hisham und Kuchen haben miteinander Kannst du ihn ein telefoniert. bisschen lauter machen? Naja, ich finde halt zum Beispiel die ganze Zeit versuche mich irgendwie zu triggern. Ich Oder jetzt, versuche oder ja nicht, wir gehen Hisham, ist mal. ja offensichtlich. Ach krass, aber der Hisham triggert den Kuchen sehr, sehr gut, ne? Weil die immer wieder mal, glaube ich, miteinander telefoniert haben. Aber jedes Mal kommt nichts dabei Einmal. raus. Wir haben das erste Mal miteinander telefoniert. Also wir haben schon mal telefoniert, aber da hat Heikel mich angerufen, da habe ich ihn anscheinend tot getriggert. Okay, was das angeht, Heikel ja, oder ich. Hisham? Hä? Ah, Heikel. Hisham, Hisham meine ich, ja, Ja, Hisham. ja Auf das jeden ist Fall so. sehr schlau, aber das Ding ist, ich mache ja schon meine ganze Karriere auch Videos über kleinere YouTuber, gerade wenn sich halt gute Angriffsfläche Ah bietet. ja, Und ich sag mal, trotzdem. das, was du Ich bin machst, aber ist kein halt sehr kleinerer leicht. YouTuber, das weißt du ja. Ich bin ja kein kleinerer YouTuber. Naja, was heißt kein kleinerer Ja, YouTuber? Also ich ich war hatte ja. 20.000 Klicks, weiß ich Also nicht. 20. Oh mein Gott, er redet wieder über die Klicks. Hä? Oh, Ja, hä? Aber Alter. daran macht man doch fest, ob jemand ein großer YouTuber ist oder nicht. Oder? Also, ob wenn du eine Million Abonnenten hast, wenn du halt 10.000 Klicks machst, bist du halt ein kleiner YouTuber, weil du gar keine Reichweite hast. So, hä? 1000 Videos, keine Ahnung. Du erwähnst ja nicht einfach in einem News-Talk eine. Du, ich meine, Cake News ist ja eigentlich ein News-Format. Das, was du da reingepackt hast, ist ja kein News. Das war ja einfach nur eine persönliche Sache, die dich getriggert hat, die dich abgefuckt hat. Dann musst du, dann meintest du, irgendwie muss ich den ja erreichen. Also. Natürlich, deshalb reagiert er ja auch auf jedes Video von mir. So, erstens, weil ich ihn trigger und zweitens, anscheinend bin ich ja doch relevant genug für ihn. Damals hieß es noch, ich habe die ganzen Videos von Heikel nicht gesehen. Als er diese Gina-Thematik, dieses Heulen gefaked hat, hat er gesagt, er hätte das angeblich nicht gesehen von mir. So, und dieses Video ist eines der Videos, die damals oder zu der Zeit noch viral gegangen sind. Aber jetzt mittlerweile sieht er ja jedes Video, selbst wenn es nur 6.000, 7.000 Klicks macht. Also der labert da schon ein bisschen sehr, sehr viel Scheiße, der Kuchen. Mein Ja, aber Schatten, du wirklich willst. denke ich habe mir halt zu der Zeit die Videos nicht angeguckt. Und ja, momentan gucke ich die Heike-Videos tatsächlich sehr, sehr gerne, weil ich finde, die Vorlagen, die er gibt, sind einfach zu gut, oder? Mir macht's So, mega Spaß. es gibt halt einfach Leute, auch wenn die eine kleine Reichweite haben, die bringen halt so dumme Aussagen. Du weißt ja ganz genau, dass es richtig gut ankommt auf dem Uncut-Kanal. Das ist das gleiche wie mit diesem Marcellus Wallace oder so. Der hat pro Video 3000 Klicks, aber wenn er halt ein Video gegen mich macht und ich reagiere drauf, kriege ich halt 30.000. So, natürlich nehme ich das mit, so, das ist halt einfach geschenkt. So, ne, wenn man mir solche Vorlagen gibt, natürlich. Und das Cakeness, wo ich Hisham drin habe, zum Beispiel, war irgendwie Platz 1 von 10. Also, weil es halt einfach so dumm war, was der gesagt hat, so, das schickt man halt weiter an seine Freunde, muss man halt sagen. Danke dafür. Und ich habe einfach nur Freunde gesucht, jetzt wo ich mit Heikel essen Nicht gehe. so oft draufhauen, ne? Hier ist das Mikrofon. Achso, sorry. Ja, und ich habe einfach nur Freunde gesucht, jetzt wo ich mit Heikel essen gehe, habe ich ja Ja. endlich mal meinen Freundeskreis erweitert und er ist ein schönes Steak. Denn getriggert? Also ich meine, ich weiß nicht, du setzt dich Du halt in deinen wirkst. Stream Du, und nee, du, wirkst halt also. doch, also du wirst halt lauter, bist Nee, halt das ist nicht ja meine Art und sachlich. Weise. Wieso bin ich nicht sachlich? Wenn du nicht getriggert wirst, warum hast du mich dann auf Instagram blockiert? Ich habe dich blockiert, weil du mich die Ja. ganze Zeit unter irgendwelchen dummen Getriggert Stories habe. irgendwie markiert hattest. Und es hat einfach genervt, Ja, das so. ist getriggert. Nein, nein. Er ist getriggert. Er sagt genervt, nerven und triggern ist ja eigentlich fast das Gleiche. Oh mein Gott. Sehe ich halt keinen Sinn drin. Ja, Ja. okay, wenn das für dich getriggert. Er nervt halt so dolle, dass man einfach denkt, ja, ich will mich mit dem nicht mehr befassen und weg damit. Ja, So einfach Tonne und ich gut. meine, okay, dann, also vor allem, inwiefern hat er mich getriggert? Also ich sehe das, es nervt mich und ich blockiere ihn. Ende. Also das ist jetzt ja nicht so, dass ich zu Hause sitze und hier alles kaputt schlage oder so. Alina, danke für den Witz. Also ich muss sagen, ich habe ihn ja getroffen, so bei dem Box-Event und genauso rotzig, wie er jetzt so rüberkommt, einfach so, ja, ich hab dich halt getriggert. Und so ist er auch in echt. So muss man einfach sagen. So. Unangenehm. Triggert ist ja Ja. okay. Guck mal, wäre KuchenTV nicht getriggert, würde er nicht im Discord bei ihm drin sein und mit ihm reden. Und dann habe ich ihr gesagt, ey, hat mich gefreut und wir Also ist hören. Hisham aber auch getriggert. Sonst wäre er ja nicht angenommen. Hä? Ja, er ist ja sowieso getriggert, sonst würde er dich ja nicht triggern wollen, weil er irgendwie, Ja, also stimmt. irgendwie ja gegen Das geht die ganze Zeit so rundrum. Ey, ja, mich auch. Wir hören uns. Und falls ihr mal reden wollt, Kaffee und Kuchen mit Abdel und so weiter und so fort, dann machen wir das. Haben wir es gesagt? Ja oder nein? Haben wir. Ich guck gerade. Kaffee und Kuchen sehe ich gerade nicht, aber ja, Ja, hätte ich du auf hast jeden ja Fall gemacht. geschrieben. Also. Ja, okay. So. Auf jeden Fall, dann kommt. Ja, aber Kuchen ist ein Mensch, der fällt dir in den Rücken. Wenn er die Möglichkeit hat, dir in den Rücken zu fallen, dann wird er es immer tun, egal bei wem. Kontext, versuch's dann noch. Sagst du dazu? Du könntest der Ja, Nächste wir haben sein, einmal meine zusammen ich. gesoffen und dann musste ich dich Huckepack nehmen, obwohl ich selber voll straff war.
Was? Wann du bist denn? Mir in den Rücken gefallen. Doch, doch, ich hab dich am Wochenende, jetzt hab ich dich hochgefallen. Ja, okay. Da hab ich dich vorher aber auch getragen. Und nee, ich hab dich sogar weitergetragen. Sonst warst du bis jetzt immer ein loyaler Typ und hast immer deine Redezeit geteilt. Ja, eben. Genau, ich bin da immer fair. So, wenn er nicht in den Club geht, gehe ich natürlich trotzdem rein, ist klar, ne? Aber ich guck dann immer nochmal und sag so, ey, Bro. Pisser. Ja. Leute vorzuführen, und wenn das dir dann gemacht wird, dann fühlst du dich dann angegriffen, weißt du? Und das ist das Problem. Ich habe dir nichts getan. Du kommst und machst ein Video gegen mich. Was habe ich dir denn getan, außer meine Familie zu verteidigen? Naja, also erstmal bin ich halt Meinungsblogger. Das heißt, ich habe sowieso das Recht dazu, ein Video zu machen. Das Video ist damals, glaube ich, relativ viral gegangen. Ich habe das Recht darauf, ein Video zu machen. Merkt ihr? Das ist genau das, was ich sage. Er unterhält sich nett mit ihm und dann macht er einfach grundlos ein Video gegen ihn, weil es sich halt für ihn gerade ergibt. Ich habe das Recht darauf. Alter, der Typ ist wirklich einfach nur verloren. Du kommst... Hey, inwiefern hat's, also, das Ding ist halt, er hat halt ein super schlechtes Video gemacht, wo er gegen alle möglichen YouTuber austeilt. Also, wenn ihr dieses Loyalitätsdenken halt raushauen wollt, dann kann ich halt auch sagen, dass viele YouTuber, die da halt gedisst worden sind, mit denen war ich zu der Zeit gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Unge wurde da auf jeden Fall kritisiert, ich glaube, Cengiz und generell die Apecrime-Leute wurden da kritisiert, meine ich. Ich glaube, Tanzverbot wurde da kritisiert. Das sind alles Leute, mit denen ich cool war. Also, wenn ihr auf diese Schiene spielen wollt, kann ich auch sagen, naja, das waren halt Leute, mit denen ich cool war und die wollte ich da halt verteidigen, so. Was jetzt, Digga? Hops genommen. Du gehst dahin und machst dann ein Video und erwartest dann und dann noch kommst du und stellst meinen Bruder als einen Vergewaltiger dar und redest dann und dann wunderst du dich, warum ich dann auf diese Schiene aufstehe. Ja, es gibt da auf jeden Fall so eine Story, die nicht so schön ist auf jeden Fall, aber die erzähle ich dir lieber mal privat, das müssen wir hier nicht nochmal öffentlich raushauen. Okay. Bringe, um dich dann selber auch mit den gleichen Waffen zu schlagen. So, verstehst du, was ich meine? Du kannst doch nicht jetzt so tun, als wärst du überrascht, dass meine Reaktion... Genau, so ist es. Kuchen darf niemand als Frauenschläger darstellen. Aber Kuchen darf natürlich Abdel als Vergewaltiger dastehen lassen, ne? Wobei eine Vergewaltigung Vielfaches schlimmer ist, als eine Frau nur zu schlagen, in dem Fall. Also der Typ ist wirklich einfach nur verlogen. Kuchen TV ist wirklich ein verlogener Mensch. Den kannst du nichts anvertrauen. Wirklich nicht. Also... Guck mal, man hat, ja... Aber das sind so Dinge, die kann er doch gar nicht wissen. Also er weiß ja gar nicht, was mir anvertraut wurde. Oder habe ich schon mal irgendwas Privates von dir zum Beispiel veröffentlicht oder Zum Glück, also. Zu deinem Glück nicht. Aber er ist nicht so drauf wie sonst, ne? Sonst springt er mehr mit seiner Stimme rum und so weiter. Er ist gerade so ein bisschen ernster. Klar, ist er nicht gut drauf? Ist er müde? Na, ich glaube, der hat halt die Story gesehen, wo ich meine Küche gezeigt habe. Und seitdem weiß er so, ey, Digga, das ist so krass, da komme ich nicht ran, Digga. Doch, man hat auch Freunde... Die sind dann nicht so enge Freunde, aber denen vertraust du halt eben nichts an. Du weißt ganz genau, dass die alles weiterplappern. Du bist so gut mit denen, aber mit so einer gewissen Art und Weise von Distanz. Und höchstens so könnte man, also jetzt nicht ich, aber höchstens so könnten Twizy mit ihm befreundet sein, dass er halt auch aufpasst, was er ihm erzählt und was nicht. Ja, sagst du dazu? Ja, also bis jetzt bist du mir nicht in den Rücken gefallen, aber jetzt, wo Heike das sagt, muss ich, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Nein, jetzt mal Real Talk. Also, hau dich immer auf den Tisch. Ja, Entschuldigung, ich verfall das. Dieses Loyalitätsdenken, so, ich zum Beispiel habe gar kein Problem damit, wenn ich mal was sage, was ihm nicht passt, wenn er mich da kritisiert. Aber so persönliche Details oder so hat er halt auch noch nie von einem Freund, von einem wirklichen Freund ausgequatscht, oder? Also ich weiß es nicht. Jetzt irgendwie. Weil ich meine, ich habe ja auch so viel mit anderen Leuten auch zu tun, auch YouTube-Szene und so weiter. Da habe ich auch so viele Leute privat getroffen, also circa jedem, mit dem ich einen Kaffee und Kuchen gedreht habe, gibt Sachen, die ich halt veröffentlichen könnte. So, und habe ich ja nie gemacht. Und ich, der weiß ja, das verstehe ich zum Beispiel an Heike nicht, weil es ist ja schön, wenn er mich nicht mag, aber das sind ja so Dinge, die halt offensichtlich einfach falsch sind. So. Ja, aber die zum Beispiel, das sind ja Freunde, die kennen sich ja so richtig. Aber du zum Beispiel, du hattest doch mit meiner Familie zu tun, etc. Mit Heike zum Beispiel habe ich jetzt auch schon so ein paar coole Talks gehabt und so, alles gut, aber wir sind ja keine Freunde, sondern einfach so, yo, Diggi, man sieht sich mal, man guckt und so weiter. Ja. Aber man weiß ja nicht wirklich viel voneinander und das muss man hier einfach unterscheiden, weil Kuchen war ja auf keinen Fall mit Hisham irgendwie befreundet, oder? Ja, nee, wir haben uns halt... Bros. Nee, und ich meine, das, was ich da veröffentlicht habe, das sind ja auch keine privaten Dinge oder sonst was gewesen, sondern das ist halt eine öffentliche Sache gewesen, die ich da nochmal aufgegriffen habe. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und du weißt, dass du dich strafbar machst damit, dass du jemanden sagst, ey, das ist ein Vergewaltiger. Du hast dann eine Story noch gemacht und hast geschrieben, ey, irgendwas mit deinem Bruder, Vergewaltiger. Guck mal, da bin ich auch nicht strafrechtlich vorgegangen. So.
Und hätte ich machen können. Darf ich jetzt vielleicht auch erstmal reden? Ja, sag mal. Also auf jeden Fall hat mir telefoniert gehabt und du hast gesagt, dass es auch nie eine Anzeige oder sonst irgendwas gegeben hat. Und ich habe dann auch einen Kommentar unter mein Video geschrieben, wo ich auch meinte, jo, stimmt wahrscheinlich nicht, die hat sich da irgendwas ausgedacht, die ist gar nicht bei der Polizei gewesen, weil ich dir da geglaubt habe. Und Amira ist dann irgendwie. Nein, das habe ich dir nicht gesagt. Ich habe dir nicht gesagt. Ich sage, die haben sich gegenseitig angezeigt. Doch, du hast mir sowas gesagt. Ich habe dir gesagt, die haben sich gegenseitig. Nein, die haben sich gegenseitig angezeigt. So habe ich das auch im Gedächtnis. Also das war auch öffentlich. Ich guck mal, es. Weiß ich doch gar nicht. Hisham hat zu mir privat gesagt, dass sie gar keine Anzeige gemacht hat. Und dann habe ich das halt unter meinem Video kommentiert. Und dann hat sie mich angeschrieben und meinte so, hey, das stimmt gar nicht. Gab ein du hattest mit irgendwas gelogen. Ich hatte nämlich extra einen Kommentar hinzugefügt und Amira hat sich dann darüber aufgeregt, weil die meinte, das stimmt überhaupt nicht. Warum sollte ich dich anlügen? Wer bist du denn, dass ich dich anlüge? So, ich habe dir einfach die Fakten erzählt. Hundertprozentig hast du mir was. Ich kann mal gucken, ob ich im Chatverlauf mit Amira da irgendwas. Du hast dich einfach, nein. Das Problem ist, du bist ein Freund von Tanzverbot. Du hast dich einfach dem Tanzverbot verpflichtet gefühlt, ihn zu verteidigen. Nein, Digga, so bin ich überhaupt nicht drauf. Weil das wird mir jetzt negativ ausgelegt. Aber vorher hat er noch gesagt, so ja, du fällst einen Freund in den Rücken. Also, das ist falsch, aber gleichzeitig loyal zu Tanzverbot zu sein, wenn er mein Freund ist, was ja nicht mal stimmt, aber das wirft er mir jetzt vor, es ist auch falsch. Doppelmoral. Also, ich darf weder loyal sein, noch darf ich meinen Freund in den Rücken fallen. So, ja, aber was denn jetzt? Also, viel mehr bleibt da ja eigentlich gar nicht übrig, oder? Vor allem, dass die Gruppe sich überhaupt über Loyalität aufregt. WTF. So, Tim, oder du ich, bist so. Oder ich bin keiner von eurer Bubble, der irgendwie Loyalität über alles stellt. Nein, zu mir ist es doch völlig egal, mit wem ich bin. Ich stelle auch nicht Loyalität über alles. Und was heißt eure Bubble? So, die ich Sache denke, ist, es geht einfach ja, darum, macht du kommst das. Dahin. Ey, diese Begriffe auch, Bubble. Das so, um einen schnell als Verschwörungstheoretiker darzustellen. Ja, der lebt ja in seiner Bubble. Bitte hört auf mit diesen behinderten Wörtern einfach. Bubble, Verschwörungstheorie. Ich glaube, er weiß nicht, was das Wort Bubble bedeutet. Und machst ein Video über. Hast du jemals diese ganze Madeira-Geschichte oder irgendwas, wenn du sagst, okay, du bist ein Meinungsblogger und du berichtest von Dingen und machst Cake News, hast du das jemals so durchleuchtet, dass du beide Seiten zeigst? Hast du nicht. Hast du irgendwie auch über beide Seiten geredet? Hast du nicht. Du hast einfach nur. Natürlich habe ich über beide Seiten geredet. Ich habe über diffamiert. Die aktuelle Informationslage gesprochen und wie das, wie halt die öffentliche Meinung ist. Du hast das habe ich gesagt in dem Video. Du hast meinen Bruder diffamiert. Du hast meinen Bruder diffamiert. Womit denn? Du hast ihn als Vergewaltiger. Du hast gesagt, mein Nein, Bruder. Nein, ich habe nur gesagt, dass es diese Stories gibt. Ich habe mir das gerade sogar angeguckt. Ich habe nie gesagt, dass er das ist, sondern nur, dass es behauptet wird und dass man nicht weiß, du hast, dass das stimmt. Ich suche mal einmal durch und ich zitiere dir das 1:1. So. Und dann das Geile ist, Hisham macht 10 Stories, wo er mich als Islamhasser hinstellt, was ja auch nicht stimmt, was ja auch eine Diffamierung ist. Aber wenn man dann das Gleiche zurückmacht, ist es auf einmal ganz schlimm. Finde ich auch eine ziemliche Doppelmoral, um ehrlich zu sein. Du bist halt du. In dem Video. Nein, nicht in dem Video. Danach noch in den Stories. Ja, in den Stories war auf jeden Fall etwas. Ja, da kann. Aber ich verstehe auch nicht, was das Gespräch bringen soll. Hat er jetzt was gezeigt? Ich denke mal, dass der Isham aber auch hinterher gemerkt haben muss, dass eigentlich unnötig. Aber ich weiß, ich kenne die Story auch nicht mehr. Du kannst mit ihm reden, aber der Typ wird dir so oder so in den Rücken fallen. Was ist denn Fakt? Ich habe die Stories gezeigt und habe da. Du hast da nicht wortwörtlich so geschrieben, ja, er ist ein. Oder? Weiß ich nicht. Ich kann mal gucken. Aber ich meine, das war ja gar nichts bewiesen, so, oder? Nee. Ich kann mal gucken. Ich habe ihn ja entblockt. Ich kann mal schauen, ob mir da. Die Stories gemacht haben. Wann soll das denn gewesen sein? Ach, man sieht hier auch nie. Das da kannst du doch jetzt ewig suchen, du machst doch so viele Stories drin. Also du guckst bei ihm. Ah, hier, guck mal, ich habe geschrieben. Weißt du, was auch nicht geht, dass dein Bruder Abdel nachweislich Frauen schlägt und sie versucht zu vergewaltigen? Ich habe nie gesagt, dass er irgendwen vergewaltigt hat. Und das, was Amira gesagt hat, ist, dass sie zusammen im Bett saßen, sie hat Nein gesagt, er hat weiter angefasst, sie ist dann irgendwann abgehauen. Ja, versucht. Ne? Schade, hätte ich das mal da schon gesehen. Dann gesagt, man weiß nicht, ob das stimmt. Das ist halt nur ein Holzstuhl, der Arme. Ja, das Ding ist, ich habe hier halt kaum Platz. Ne? Im Büro habe ich halt genug Platz für 2 gute Stühle, sage ich mal. Aber hier ist halt wirklich eng. Die Vorwürfe, die halt im Raum stehen. Okay, und wenn man das über dich macht, dann findest du das irgendwie an. Triggert das oder greift das dich an? Womit denn? Gib also, doch mal ein Beispiel. Aber Hörensagen, verbreiten ist zum Beispiel Verleumdung. So. Nein, man ja, darf doch. Das sagen, was man gehört hat, natürlich. Also ja, ich darf doch, wenn ich sagen, ich darf was gehört, ich darf es halt nur nicht als Fakt hinstellen, sondern man sagt halt dazu, machst man weiß nicht, ob das halt stimmt oder nicht. Machst du eigentlich schon, also du machst es schon sehr oft. Hä, aber was heißt das denn? Könnte ich jetzt im Prinzip sagen, ich weiß das Kuchen nicht, habe gehört, dass KuchenTV seine Ex-Freundin damals totgeschlagen hat, aber ich weiß nicht, dass es stimmt. Darf man das wirklich so? Du machst das. Ja, kann halt Sensationsberichterstattung sein, was halt wieder nicht geht. Also da muss man halt auf jeden Fall schon aufpassen. Aber ja, man kann sich tatsächlich relativ viel damit rausreden, dass man halt sagt, also dass man quasi zusammenfasst, was passiert ist und dann sagt, okay, man weiß aber nicht, ob das stimmt oder nicht. Tatsächlich kann man da schon relativ viel Behauptungen aufstellen. Aber wenn die
natürlich überhaupt, also wenn es nicht mal einen Bericht zum Beispiel über irgendwas gibt und überhaupt ist es einfach, dann kommst du damit normalerweise nicht durch. Und dann wunderst du dich, warum man sich dann am Ende abfuckt, beziehungsweise sich irgendwie in einer Art und Weise angegriffen fühlt und dich dann auf gleiche Art und Weise auch im Prinzip angreift. So, verstehst du, was ich meine? Du kannst dich doch gar nicht wundern. Aber guck mal, es ist ja nicht die gleiche Dings. Okay, dass du dich von dem Video angegriffen gefühlt hast, wenn man halt vorher irgendwie kurz geschrieben hat und so. Ja, okay. Telefoniert, eine Stunde lang. Ja, von mir aus haben wir auch eine Stunde telefoniert. Keine Ahnung, ich bin da halt nicht so. Wenn halt jemand ein dummes Video macht, was ich persönlich halt nicht gut finde einfach, aber für mich selber, dann mache ich das halt ein Video. Und das habe ich auch bei Tanzverbot und Merkt ihr jetzt noch einmal? Ja, wenn man telefoniert hat, dann ist von mir aus auch eine Stunde telefoniert. Er stellt telefonieren mit Schreiben gleich. Das ist einfach realitätsfern. Ihm geht's nur. Will er jetzt wirklich sagen, nur wenn man mal miteinander telefoniert hat, darf man sich gegenseitig nicht mehr kritisieren? Nee, man darf nie wieder Videos öffentlich gegeneinander machen. Leider ja, überhaupt komm, nicht. Bruder. Also, da muss man doch merken, dass das zu übertrieben ist, oder nicht? Also ich meine, ich habe auch schon mal mit ABK geredet und danach haben wir Videos gegeneinander gemacht. Da hat sich doch auch keiner beschwert. Also das ist in Ordnung, oder was? Die größten Feinde, Bushido und Flair, haben auch schon oft miteinander telefoniert, aber machen sich gerade komplett kaputt. Ja, also, das sind so Dinge, also so Aussagen, die ich halt einfach nicht verstehe. Also man hat mal eine Stunde telefoniert und dann habe ich irgendwann mal Videos gemacht. So, also es ist ja nicht so, dass wir danach weiter in Kontakt waren oder so, sondern wir haben einmal geredet über ein Thema, was halt T-Shirt genervt hat, und zwar diese Update-Thematik da. Und danach hatten wir nie wieder irgendwas miteinander zu tun. So, hey? Also... Mir gefällt Heikel in diesem Video nicht so gut. Der ist sonst viel lebendiger und so trübe Stimmung heute. Bruder, was ist los mit dir? ABK hat ihm noch nicht geantwortet. Noch keinen guten Morgen gewünscht. Nur um Klicks, um nichts anderes. Ihm geht es um Reichweite, Klicks und Geld. Er kennt keine Moral. So wie er sich benimmt, kennt er keine Moral. Weißt du, das finde ich auch geil, weil ein ABK zum Beispiel hat schon tausendmal gesagt, dass es ihm bei YouTube und so weiter nur ums Geld geht. Also hast du ja quasi auch eigentlich gerade ABK kritisiert. Und Heikel hat auch schon mal in Videos gesagt, dass es ihm nur ums Geld geht. Also wenn es denen nur ums Geld geht bei YouTube, dann ist es komplett legitim. Aber mir wirft man das dann wieder als Front vor. Das sind so Dinge, ich verstehe es halt einfach nicht. Also wo ist denn da der Unterschied? Ja, vielleicht kommt er nachher in Discord, dann können wir ihn fragen. Ja. Sagen wir mal, das Video war aber nicht wenn, korrekt. Aber da würde mich aber trotzdem so eine Sache mal interessieren, weil du ja gesagt hast, da wurden jetzt halt aus dem 27-Minuten-Video Dinge rausgeschnitten. Ja. Kritisierst du das dann bei ABK auch, dass du das bei mir machst? Einfach nur so, dass wir mal einmal kurz so, dass ich weiß, ob deine Meinung generell... Du machst das doch bei ABK genauso. Ich habe es ja bei dir nicht gemacht. Also wenn ABK mit gleichen Waffen zurückschießt... Jetzt kommen wir gleich, aber... Okay, also... Ja, das ist es. Also ich finde, der Hisham stellt sich beim Telefonat sehr, sehr gut an. Er hat es bei Unge bewiesen, obwohl ich das Telefonat selber nicht mitbekommen habe, aber ich habe von jedem gehört, Hisham hat Unge echt in die Ecke gedrängt, gerade bei was? Kuchen, also dafür, dass Kuchen ja so redegewandt, wortgewandt und so intelligent ist, merkt man gerade, oder was heißt, merkt man gerade nichts von, das wäre dann Disrespect gegenüber den Hisham, ne? Man merkt, dass Hisham auf jeden Fall sich sehr, sehr gut artikulieren kann und überhaupt gar keine Probleme hat, da eine Diskussion mit Kuchen zu führen. Er sieht gerade ein ganz anderes Gespräch. Bruder! Wir sind in Deutschland, alle Deutsch, jeder von uns kann sich gut artikulieren und sprechen. So. Oder sie macht sich das gar nicht. Also, der hat noch keinen Punkt bisher, wo er recht hat. Oh, hört sich doch gut an, so, hä? Ja, wenn ABK mit den gleichen Waffen zurückschießt, die du auch ausfährst, auf jeden Fall. Ich mache es ja nicht. Deswegen also Dinge falsch darstellen, ist okay dann. Wo wurden denn Dinge falsch dargestellt? Gib mal ein paar... Würdest du sagen, ich bin ein islamhassender Pädophiler? Ich würde sagen, so wie du dich im Internet gegeben hast, könnte man auf jeden Fall meinen, dass du definitiv islamfeindliche Züge gezeigt hast. 100%. Ein Pädophiler würde ich jetzt nicht sagen, so weit würde ich nicht ausholen, aber die nett Anzeichen, auch, beziehungsweise... du hast ja selber ein Kind, ich hoffe mal nicht, dass du pädophil wärst. So, aber unabhängig davon, du hast auf jeden Fall Witze gemacht, die ein bisschen sehr weit ausgeholt waren und die nicht jeder versteht. So, und die auch nicht jeder lustig finden würde. Aber Pädophiler wärst du erst, wenn du natürlich aktiv sowas machen würdest. Deswegen könnte man sagen, das ist pädophiles Gedankengut, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es ist schon sehr grenzwertig. So, sehr, sehr grenzwertig. Unangenehm auf jeden Fall gemacht. Unangenehm, hat, da müssen wir nicht drüber reden. Und wenn sich Leute, ich sage ja nicht nur Islamfeind, wenn sich Leute angegriffen fühlen, wenn du ihre auch das Christentum, wenn man sich jetzt darüber lustig macht. Also, nee, wegen dem Chat von dir. Oder sagt, okay, die schlafen mit Kindern oder was weiß ich was, dann verstehe ich, wenn Leute sich angegriffen fühlen, weil das... Diese Wortgewandtheit ist anders. Wallah hätte keinen Bock mit Hisham zu diskutieren. Ey, Junge, das ist halt... weißt du, das ist halt irgend so ein
Zehnjähriger oder so, der zu Hause sitzt und der das wirklich glaubt, so, der denkt gerade wirklich so, boah, Digga, Hisham zerstört ihn ja so krass, was geht gerade? Schubi hat gerade schon im Chat gesagt, Hisham drückt sich sehr vorsichtig aus. Ich finde erstmal gut, allgemein auch mal um positive Dinge zu nennen, dass das Gespräch sehr ruhig verläuft, dass hier am Anfang, am Ende ist schon... Achso, ich weiß nicht mehr, das ist gut, denn, noch nicht spoilern. Bis jetzt verläuft es sehr ruhig, aber ich finde, da dringt immer mehr durch, wie er redet, so nach dem Motto, ja, man könnte ja, aber eigentlich weiß ich, du hast dich ewig lang davon distanziert, also kann man dich eigentlich überhaupt nicht mehr in die Ecke drängen und deswegen nein eigentlich und das weiß er auch so. Ja. Also ich habe ja, auch mit ihm drüber geredet, so ja, ist die, Quatsch. Die können mir halt einfach keinen Punkt geben, so gar nicht, ne? Das ist so für die wie so, weiß ich nicht, ich glaube, du fliegst dann auch aus der Gruppe von ABK und so weiter raus, wenn du einmal sagst, ja okay, da hat Kuchen TV aber einen Punkt. Und das finde ich halt sehr, sehr schade, ne? Weil, keine Ahnung, also gibt bestimmt Punkte, wo ich recht habe, gibt Punkte, wo ABK halt recht hat und so, bei der Gruppe zum Beispiel wird halt immer alles, was ich sage, egal was, ist immer so tot negativ dargestellt, weil die mir halt einfach nie einen Punkt geben können. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr kindisch, um ehrlich zu sein. Also von erwachsenen Leuten erwarte ich eigentlich eine etwas andere Diskussionshaltung. Das ist ihre, die ist nicht Ideologie, aber... Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es jetzt nicht besser als Hisham sagen können, ne? Ich hätte denselben Wortlaut verwendet, beziehungsweise nein, nein. Ich hätte fast so gut wie Hisham geredet, weil Hisham ist besser als ich. Aber ich weiß nicht, findest du das denn korrekt, zum Beispiel irgendwelche dummen Songs von mir von 2014 zu nehmen und zu sagen, boah, guck mal, der heißt heute den Islam, wenn ich heutzutage schon mehrere Videos gemacht habe? Nee, nee, ich habe nicht geschrieben, du hast heute den Islam, sondern ich habe geschrieben, dass so ein Mensch, der sowas macht, wieso kann so ein Mensch überhaupt im Internet existieren? Und ob es 2014 passiert ist oder jetzt ist... Ja, aber guck mal, nur weil es 2014 war und er es heute nicht erwähnt, dann hat er, wenn überhaupt, also wenn er immer noch so denken sollte wie in dem Song, hat er daraus gelernt, sowas nicht öffentlich zu sagen. Ne? Deshalb hat er ja auch irgendwann... Also Hisham hat dazu geschrieben gehabt, wie kann so eine Person frei im Internet auf YouTube ihr Unwesen treiben? Ich kannte dieses Video nicht und bin nur schockiert, sondern auch wütend. Und erzählt mir nicht von Parodie oder ähnliches, sowas kann und werde ich nicht tolerieren. Über 1 Million Abos auf YouTube, mittlerweile wurde das Video schnell offline genommen. Ich bitte jeden Muslim oder Menschen da draußen, dieses Video von meiner Story herunterzuladen und zu verbreiten. Sowas dürfen wir nicht auf uns sitzen lassen. Dazu will ich was sagen, aber willst du erst ausführen? Nee, dann mach du erst mal. Also ich selber sowas in der Familie, ne, so Moslems etc. Und ich finde es sehr, sehr fragwürdig, wenn das Video doch gegen den Islam geht und du Moslem bist, warum soll man dann Sachen, die gegen den Islam gehen, verbreiten? Das ist so widersprüchlich eklig, sorry, das regt mich wirklich auf. So, er hat sich doch von diesem Video klar distanziert. Und wenn du dieses Video eklig findest, dann ist es doch eigentlich deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das so wenig Menschen wie möglich sehen, damit so wenig Menschen wie möglich schlecht von so etwas denken. Das finde ich sehr, sehr verwerflich. Ja, weil vor allem im Gespräch hat er mir auch irgendwann vorgeworfen, dass ich ja voll die Nazi-Community habe, wegen meinen alten Videos. Aber wenn du dann so eine Parodie halt weiterverbreitest, da kann es ja immer sein, dass irgendjemand, der so ein Gedankengut hat, auf dieses Video kommt, das sieht und sich denkt, ja, Mann, der Typ hat voll recht. Also eigentlich machst du halt genau das Gegenteil mit dem, was du erreichen möchtest. Und zwar nicht, weil dir das Video wichtig ist oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, weil du mir schaden möchtest. Ich sag dir, was er macht. Du hast das früher rausgebracht, hast früher Scheiße gebaut. Und die Scheiße, die du früher gemacht hast, dass du sowas verbreitest, das macht er heute. Ja. Ja? Ohne Scheiß. So, warum? Sorry, Bro, denk darüber nach. Vor allem, Hisham hat zu der Zeit auch eine Story rausgehauen im November da, wo er einfach hier dieses gefakte Gespräch bei meinem ABK-Video einfach hochgeladen hat. Hm? Und hat dazu geschrieben, warte. Leute, hört hin, diese Personen gucken eure Kinder oder jüngeren Geschwister, mir fehlen die Worte, verbreitet es. Wieso ist so eine Person auf YouTube? Warum passiert da nichts? Genau, also das Gleiche. Er hat einfach ein abgesprochenes Gespräch, was seit Jahren klar ist, einfach genommen, seine Story gepostet und als echt verkauft. Das ist halt, das sehe ich hier alles. Das hätte man alles mal irgendwie raushauen können. Aber ja, checke ich nicht, Digga. Ey, sorry, so gerade ich, der sich sehr viel mit dem Thema Religion und so befasst, mich macht das richtig traurig gerade. Ja. Weil das ist whack. Vor, glaube ich, 1 oder 2 Jahren angefangen, sehr, sehr viel Geld mit YouTube zu verdienen, weil er sich so verbogen hat, dementsprechend. Bringt nichts. Schwitzig direkt, ich sauer bin, Alter. So. Und also wenn man sich erst... Sachen verlieren nie. Nee, also man kann sich nicht weiterentwickeln als Mensch. Also jemand, der einmal ein Nazi war, der ist dann auch immer ein Nazi. Nein, auch in der... ganz genau, nein, eben nicht. Aber wenn man von eigener Kraft. Aber wieso sagt er, einer, der einmal Nazi war, kann später kein Nazi mehr sein? Meint er gerade sich selbst damit, dass er mal ein Nazi war und jetzt... Sorry, ganz kurz, ich muss einmal auf den Chat eingehen, danach geht's weiter. Einer schreibt, Twizzy, wenn du Kinder hättest, dürften sie Kuchen-TV schauen. So, das, was er früher gemacht hat und das, was er heute gemacht hat. Heute, ja klar, heute, warum nicht? So.
Was macht er denn heute? Er hat sich von allen so, solchen Sachen komplett distanziert. So, der Typ ist ein netter Mensch, so, sonst wäre ich nicht mit dem befreundet. So, ich habe in meinem Freundeskreis keine Piep. Deswegen alles cool, Mann. Vor allem kommt das ja auch aufs Alter an. So, ja. Also, keine Ahnung, mit 8 oder so würde ich jetzt nicht unbedingt, also das Kind würde es ja gar nicht verstehen, aber weiß ich nicht, mit 11, 12, ja. Warum nicht? Also, hä? So. Sich gebessert hat, dann sollte er wirklich mal zu Leroy gehen und mit der Überschrift Ex-Nazi packt aus, wenn es so gewesen sein sollte. Also, das hast du ja nie gemacht. Nein, das hast du erst gemacht, wo du angegriffen wurdest. Das hast du erst gemacht, wo jemand darauf aufmerksam wurde. Hasler Hamburg, dankeschön, so, dass du Cash ist und Sub schenkst. Denkt man sich, okay, warum hat diese Person sich nie davon distanziert, wenn sie weiß, dass sowas im Kanal ist? Ich habe schon vorher ein Video gemacht mit Videos, die ich bereue. Gut, dieser Islam-Song war da jetzt tatsächlich nicht drin, ganz aber genau. Andere Videos. Ja. Ja. Warum hat er den Islam-Song dann nicht bereut oder nicht in seinem Video mit einbezogen? Weil er es halt zu dem Zeitpunkt nicht bereut hat. Er dachte sich immer noch so, ja, ist schon eigentlich ganz nice. Es feiern die Leute. Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass unter seinen Zuschauern eine gewisse Prozentzahl da ist, die auf jeden Fall Gedankengut oder rechtes Gedankengut hat. So, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Und ja, ne, die will man natürlich dann auch gerne behalten, wenn sie einem Klicks und Geld bringen. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ja. Sorry, ich wollte eigentlich nicht viel reden. Es tut mir doch, leid, wieder die mich hören. Alles gut. Du redest viel zu wenig. Bruder, stream zusammen. Das, was du gerade sagst, Heike, das macht sehr viel Sinn, wirklich. Deswegen setzt er sich ein Afrikaner neben sich, weil er seine rechte Community nicht verlieren will. Ja. Willst du mich verarschen? So, du weißt doch, dass wir zusammen streamen. Willst du mich verarschen? Weil ich meine, das Geile ist auch, also der Song war ja 2014. Welcher meiner Zuschauer, also selbst wenn ich im Video gesagt hätte, ich bereue das, welcher Zuschauer hätte dann gesagt, okay, wenn er nicht mehr hinter dem Video von 2014 steht, dann deabonniere ich ihn jetzt. Ja, Twizzy ist Deutscher und für Nazis bin ich auch voll der Deutsche. So, jetzt hört mal auf. Aber jetzt mal wirklich, überleg dir doch mal. Kuchen überlegt sich so, Alter, wie kann ich meine rechten Zuschauer trotzdem halten, aber trotzdem der Saubermann sein? Ja, ich setze einen Afrikaner neben mich, Alter. Oh, das wird klappen, ja, vor Alter. Vor allem habe ich schon mehrere Videos gemacht, wo ich mich für Religionsfreiheit, für Flüchtlinge und so weiter ausgesprochen habe. Also, wenn meine Community so rechts wäre, dann wären die doch nach den Videos sowieso weg gewesen. Ich glaube, ich habe erst vor ein oder zwei Jahren ein Video zu dieser Seenotrettung zum Beispiel gemacht. Ich habe auch 2014 schon ein Video gemacht, warum man Flüchtlingen helfen sollte. Also ich habe schon immer auch voll viele linke Themen genommen und die in meinen Kuchentalks gehabt. Das interessiert nur leider keinen, deswegen weiß Heike das wahrscheinlich auch gar nicht. Also es ist halt einfach nachweislich Bullshit, was er erzählt. Und sowas checke ich halt nicht. Was soll das? Ja, und natürlich, ja, ich sehe mich auch als Deutsche. Natürlich bin ich Deutscher, so, ich lebe hier und so weiter. Aber ich meine jetzt von der Optik, ja? Da sagt man ja nicht nein. Ist egal. Leute haben vor 8 Jahren irgendwelche, so ein Epstein hat vor keine Ahnung wie vielen Jahren irgendwas gemacht und da kamen die Leute und haben ihm im Nachhinein gefickt. So. Es ist scheißegal, ob man irgendwelche, nur weil man die nicht mehr sieht, die Fehler, heißt es nicht, dass die Fehler nicht da waren. Kevin Spacey auch. Er hat ja auch vor 10, 15 Jahren irgendwelche Kinder sexuell missbraucht oder irgendwie sowas. So, und es kam jetzt halt auch mal raus. So, ja und? Nur weil es lange her ist, heißt es nicht, dass es so in Ordnung ist. Und die Fehler ja, natürlich nicht, aber ja, also. Du stellst es. Ja, die vergleichen gerade Kindesvergewaltigung mit einem Song, den ich mit 19 gemacht habe. Digga, das ist halt, ey. Ja, vor allem ein Video, so, wo er dann natürlich auch noch gegen andere Gruppierungen auch ein Video gemacht hat, wovon er sich auch distanziert hat. So, aber wenn, das ist so doppelmoralisch, so ganz ehrlich, wenn euch das so stresst, dann würdet ihr auch die anderen Videos kritisieren, aber ihr geht gerade nur auf den Punkt, der euch irgendwie betrifft. So, das ist so, ja. Weiß ich nicht. Jetzt so Digga, vor allem privat machen die ja selber die ganze Zeit so eine Witze. Und ABK sagt ja auch die ganze Zeit, ja, seid doch mal real zu den YouTubern. Ja, aber wenn ich dann so real bin, angeblich, dann ist es auch wieder falsch. Das also muss man immer wieder in den Vordergrund stellen. Die spielen halt die Karten, die sie auf der Hand haben. So, aber wie gesagt, ich habe mit Heike sehr viel gesprochen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie leaken und so weiter. Man sieht sich auch in 2 Wochen, aber lass die Kirche im Dorf, ja? Ja, oder die Moschee. Das hast du gesagt. Er sagt, okay, das Islam, den Islam-Song habe ich ja schon vor 8 Jahren gemacht, aber vor, wann war das, vor 3, 4 Jahren, erinnere ich mich noch dran, da waren wir gerade in Singapur, da hat er diesen Tweet gemacht mit Neuseeland, heute ist Gegenteiltag. So, anscheinend hat er ja immer noch zu dem Zeitraum oder immer noch Jahre nach seinem Islam-Song das Ganze noch gefeiert, dass da der ein oder andere Moslem in der Moschee erschossen wurde, hat ja darüber einen Witz gemacht. Also, egal, ich habe genau zu der gleichen Zeit auch Witze über das Christentum gemacht, dass da Leute gestorben sind. Also deswegen kann man mir doch da nicht irgendwie Fremdenfeindlichkeit oder Islamas oder sonst irgendwas vorstellen. Das fuckt mich immer so ab, weil die suchen sich halt wirklich so von 10 Tweets, die ich gemacht habe, über alle möglichen solche Sachen, suchen die sich dann den einen raus, den dem betrifft und sagen dann, ja guck mal, voll der Islamhasser.
obwohl du ja alles sehen musst. Und wenn ich 9 andere Tweets auch über solche Sachen gemacht habe, dann habe ich offensichtlich nichts gegen den Islam. Weil sonst würde ich ja nicht gegen jeden solche Tweets schreiben. Mich stresst das einfach, weil ich weiß halt, dass es einfach nur so taktische Kriegsführung ist. Weil, wie gesagt, der Heikel ist eigentlich echt ein Korrekter, wenn man normal privat mit dem redet. So. Das ist also deswegen, ja. Ich muss schon echt vorsichtig nicht auf den sein. Da sollte man auf den Kuchen irgendwo auch durchschauen und nicht direkt alles blind glauben. Ne, aber seine Community wird sowieso nicht tun. Nein, es sind halt wieder die ABK-Kinder, die auf mich gegangen wären. Das wäre dann 4 Tage gewesen und dann war es das. Es sind nicht die ABK-Kinder. Das ist eine Religion, wo 1,7 Milliarden Menschen... Genau, das ist es. Und er hätte niemals seinem Geschäft geschadet und gesagt, ja, ne, ist mir egal, das Video. Würde er niemals machen. Er denkt sich, ey, dann sage ich das jetzt und sichere mich trotzdem weiterhin für die Zukunft ab mit ein bisschen mehr Geld. Wer würde das denn machen? Wenn er ganz genau weiß, ey, ich bin gerade dabei, so viel Geld zu verdienen. Und er verdient ja, glaube ich, momentan ist seine beste Zeit. Oder ich weiß nicht, bevor sein Hate gekommen ist, war vielleicht auch seine beste Zeit. Da wird keiner sich hinsetzen und sagen, ne. Also, ich bereue das nicht, ich stehe immer noch dazu. Leute. Nee, man kann doch zurückschießen, aber es kommt halt auch darauf an, wie man zurückgeschlagen hat. Ach ja, Digga, guck mal, dieser ganze Hate im Internet, das ist immer nur temporär. Also jetzt zum Beispiel, die haben ja dieses, ABK hat das Video halt in einem, also meinen Islam-Song in einem Video benutzt und hat T-Shirt das geteilt, dann gab es 2, 3 andere Instagram-Seiten, die das geteilt haben. Bruder, eine Woche später hätte das niemandem mehr gejuckt, weil sich jeder drüber aufgeregt hat. Das ist mit allem so im Internet. Wenn ich dazu einfach gar nichts gesagt hätte, oder selbst wenn ich es als Parodie, Satire oder sonst irgendwas hingestellt hätte, wäre das nach einer Woche wieder komplett egal gewesen und niemanden hätte das mehr gejuckt. Diese Leute... Also diese Leute, die mich dafür kritisiert haben, das ist ja eben diese ABK-Bubble. Das sind nicht normale Gläubige, die interessiert das gar nicht. Das ist denen größtenteils scheißegal. So, das sind halt diese ABK-Kinder, die mich sowieso hassen, die einfach wieder einen Punkt gegen mich gebraucht haben, um mich irgendwie zu kritisieren. Und es ist vollkommen egal, ob das Video online ist, offline oder sonst irgendwas. Wie du siehst, ein Hisham frontet mich ja trotzdem noch damit, auch wenn ich mich davon distanziert und das offline genommen habe, weil es vollkommen egal ist. Und diese ganzen Leute, die das... in ihre Instagram-Story gemacht haben oder die mir böse Nachrichten deswegen geschrieben haben, auch die juckt das nicht, ob das online oder offline ist. Das interessiert die einfach gar nicht. Geschossen wird, zum Beispiel bei dir. Ja. Du hast jetzt zum Beispiel in deinem Video, also dein Comeback-Video, da hast du mein MPD-Video kritisiert, wo ich da die Alternative für Deutschland gepusht habe. Ja. Also mal abgesehen davon, dass es halt von 2013 oder 14 ist, also vor 8 Jahren, habe ich schon 3 Statements hochgeladen, wo ich mich davon distanziere. Ja. Auch jetzt, bevor ABK das rausgeholt hat, gab es schon eine Reaction auf mein Video. Ich weiß, aber warum hast du das dann rein? So, das ist doch dann ich schon... wusste, dass ich das triggert und ich wusste, dass du darüber reden wirst. Das ist diese rotzige Art, die ich meine. Und also ich weiß, das ist jetzt gegen dich, aber das finde ich lustig, dass er wenigstens so ehrlich sagt, so, ja, ich wollte dich triggern. Irgendwie finde ich es lustig. Also in dem ist halt ekelhaft, ne? Geht halt einfach auf meinen Ruf. Das wollte ich natürlich mit Abdel auch machen. Ich meine nicht wegen dem Ruf, aber ich meine nur die Art. Ja, das die ist Art. Übrigens auch der Grund, warum ich sowas gegen Abdel poste. Einfach um euch zu triggern, ne? Ist doch alles cool. Ja, aber was bringt dir das? Ja, ich wollte dich einfach abfacken, habe ich doch am Anfang gesagt. So, und das habe ich doch immer gesagt und immer wieder. Ja, aber ich weiß nicht, ehrlich. Ja, und das ist auch Hishams gutes Recht, ne? Die haben telefoniert, die haben alles geklärt und trotzdem hat KuchenTV Hisham wieder angegriffen und das ist die Sache. Das MCD ist das gleiche wie mit Halim. Er wollte sogar einen Kaffee und Kuchen mit Halim machen. Die hatten doch überhaupt gar nichts geklärt. Es ging um eine Sache unter dem Video. Diese Amira-Sache und Abdel, die er mir nochmal erklären wollte, wo er aber auch gelogen hat. Das war alles, worüber wir geredet haben. Wenn Hisham dann aber plötzlich ein ganz anderes Video macht, wo er Leute so richtig komisch frontet, mit denen ich cool bin, warum darf ich dann kein Video dazu machen? Also das ist ja gar nicht alles geklärt. Es ging um eine Sache, über die wir telefoniert haben, wo es um strafrechtliche Sachen ging, weswegen ich da auch mit ihm telefoniert habe. Wir haben keine Freundschaft, keine Basis oder sonst irgendwas aufgebaut. Weil Halim verhindert war und alles, hat irgendwann KuchenTV später angefangen, Halim anzugreifen, weil ihm das so verletzt hat. Weil er halt sein größtes Idol nicht treffen konnte. Und das ist halt eine eklige Eigenschaft von KuchenTV, die auch Wahshino gezeigt hat. Wenn ich beleidige, ist nicht korrekt. Nein, ja, auf jeden Fall. Da guck mal, dass ich beleidige, einfach oberflächlich. Ich sag dir ehrlich, ist nicht korrekt. Finde ich auch nicht cool, würde ich niemals feiern. Aber du musst dir doch Gedanken machen, wenn Nazis, beziehungsweise unabhängig von Nazis, wenn Leute mit rechtem Gedankengut sich zu dir irgendwie, also eine Verbindung zu dir empfinden, dann musst du doch Gedanken machen, oder? Und das nicht nur 2, 3 Leute, sondern mehrere. Da muss ich das doch irgendwie... Was heißt denn mehrere? Also für dich? Das, was ich gerade eben auch gesagt habe, dass auf jeden Fall... Leute mit rechten Gedankengut, mit KuchenTV halt damals sympathisiert haben und immer noch ein Teil seiner Community sind. Ne? Anscheinend solche Leute. Krass ist das, also das ist natürlich Quatsch, aber als wir auf Deutschland-Tour waren, waren wir in Dresden. Es sind sogar Nazis zu mir gekommen, denen so, ey Twizzy, wir mögen Ausländer eigentlich nicht, aber du bist echt korrekt. Und in dem Moment denke ich mir auch so, du Dulli, so denkst du, ich feiere dich jetzt nur, weil du mich gerade korrekt findest. Also selbst, wenn sogar ich ein paar so von solchen Fans habe und das...
geht einfach nicht so. Du hast immer Idioten mit dabei. Safe. Es ist einfach so. Gar nicht und du wirst leider, leider Gottes, wird man es nicht schaffen, alle irgendwie auf den, okay, rechten Weg würde jetzt falsch klingen, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. Auf den richtigen. Ja, solche Leute gibt es halt überall. Klar, ich werde auch Nazis haben. Trimax wird auch von Nazis gefeiert oder Montana Black. Also das ist halt bei jedem so. Ich finde es aber immer nice, dass so Leute wie Hisham, Heike das auch einfach so hinstellen, wie, ja, der hat ja auch sehr viele Rechte halt in seiner Community. Bro, so ganz ehrlich, da mach doch mal bitte ein Video, wo du mir zeigst, wie groß das rechte Gedankengut in meiner Community ist. So, dann zeig mir das doch einfach mal. Du kannst ja meine Kommentare durchgehen, du kannst ja gucken, wer mich abonniert hat, wer mir auf Instagram folgt. So, das wäre doch mal eine geile Statistik. Damit würdest du mich ja wirklich ficken. Wenn du ein Video machst, dass du zeigen kannst, dass ich wirklich ein Problem mit Rechten in meiner Community habe, damit würdest du mich wirklich hops nehmen, weil das kann ich ja dann nicht gegen argumentieren, wenn du mir wirklich Statistiken und Belege dafür zeigst. Wird natürlich nicht kommen, aber... Fragt euch mal, warum. Ich wollte dich feiern. Genauso würde ich mir Gedanken machen, wenn irgendwelche Islamisten, irgendwelche Terroristen mich feiern würden. So, finde ich nicht cool. Weißt du? Also du denkst wirklich, dass mein altes MPD-Video von vor 8 Jahren, ja, mach noch die Runde, von dem ich mich halt 5-mal distanziert habe, dafür sorgt, dass mich heutzutage Nazis feiern? 100%, die ja. Gehe ich auch von aus. Also der Meinung stehe ich auch bei, auf jeden Fall. Und ich jetzt? Und ich finde, du positionierst dich... Digga, das Video ist seit 8 Jahren offline. Seit 8 Jahren ist es offline. Wer sollte mich jetzt deswegen abonnieren? Das ist ein Grower. Das kommt noch jetzt nochmal zurück. Ja. 8 Jahre. Ist klar, gegen rechtes Gedankengut. So, und das sage ich dir ganz ehrlich. Und dann kannst du dich nicht wundern, dass Leute, die würden... Guck mal, warum wird einem Unge sowas nie gesagt? Warum wird einem Montana Black sowas nie gesagt? Warum? Weil ihr kein Beef mit dem habt jetzt gerade. Stimmt. Also, wenn du von Unge... Montana Black wird das vorgeworfen. Davon Leuten oder von Montana Blacks Leuten eigentlich Nachrichten bekommst, dann ist da eigentlich kein... Also ich weiß jetzt nicht, wer welche bekommen hat, aber da war noch nie das Thema rechtes Gedankengut dabei, ne? Aber bei KuchenTV hat man das schon öfter gehört, hey. Warum wird einem Trimax sowas nie hinterher gesagt? Warum? Ja, okay, bei mir sind die ganze Zeit Beleidigungen, Morddrohungen und sonst irgendwas dabei, wenn ich von ABK-Leuten angeschrieben werde, so. Und jetzt ist es einfach so mit seiner Community, oder was? Tim aber sowas hinterher gesagt. Warum mit einem KuchenTV sowas hinterher gesagt? Das ja, manche ja wurde das halt auch vorgeworfen. Mit deiner Herkunft zu tun. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du Tim Held heißt. Also man merkt auch, dass der Hisham das Gespräch auch sehr, sehr gut dominiert. Ne? Also er hat das Gespräch in seiner Hand. Und da merkt man, also der Kuchen, der ach so intelligente Typ, der jeden live hochnimmt. Ich bitte euch. Also ich weiß nicht, wie der Unge mit Hisham geredet hat, aber... Ob er besser oder schlechter als Kuchen war, aber der Kuchen kann da bei weitem nicht mithalten. Ich sag ja, der muss das halt sagen. Ist halt immer sehr schade, ne, wenn man da nicht so seine echte Meinung irgendwie dazu sagen kann. Ne? Aber stell dir mal vor, es wäre wirklich so, dass viele rechte Leute dich gucken etc. Dann ist es doch das Beste, was er machen kann, sich von rechten Leuten zu distanzieren. Sagen wir mal, voll viele XY-Leute feiern dich und die XY-Leute sind nicht gern gesehen. Was kannst du denn anderes machen, als zu sagen, ey, XY-Leute mag ich nicht, will ich nicht. Er macht doch dann genau das Richtige. Er geht doch dann, wenn es so wäre, wie ihr sagt. Ne, was ja, ich meine, ich spreche ja sogar auch linke Themen und so weiter. Und das heißt ja, diese ganzen Leute wollen ja dann, also haben ja dann auch quasi keinen Bock mehr auf meinen Content. Also mehr kann ich ja quasi sowieso nicht machen. Also eigentlich mache ich ja, wenn das denn so wäre, schon alles dagegen, was ich machen kann. Wird mir aber trotzdem negativ hingestellt. Wird gesagt, nein, dieses eine Video von vor 8 Jahren. Deswegen feiern nicht alle Rechten so. Hä? Heike, warum? Warum sagst du dazu jetzt nichts? Das habe ich ehrlich gemerkt, so, ich komme dir entgegen, ich gebe dir Dinge, ich sage dir, ey, du reflektierst nicht und das Einzige, was du machst, ist, du schiebst die Schuld immer auf andere, du schiebst dann immer dieses Argument, machst du die ganze Zeit, statt zu sagen, ey, okay, hast du recht, ich hätte mich schon mal, aber ich habe dich distanziert, können, hast du nicht, ja, aber das wirst du auch niemals, nein, wirst du auch niemals. Digga, ich hab nachweislich mich 3-mal von diesem MPD-Video distanziert, die Videos sind sogar immer noch offline. Und er stellt sich hin und sagt, nein, hast du nicht. Vor einer Minute hat er sogar gesagt, ja, ich weiß, dass du dich distanziert hast, aber ich wollte dich triggern. Das ist halt Hisham. Wie begründet und, das jetzt? Das und so ein Heike stellt sich hin und sagt, ja, Digga, der dominiert das Gespräch komplett. Wo? Hast du nicht und wirst auch niemals. Und dieses Gespräch hat mir einfach gezeigt, dass es genau, guck mal, dieses Gespräch... Soll ich kann dir jetzt gerne direkt die Videos senden, wo ich mich davon distanziert habe. Allein dein Chat. Weißt du? Allein, Hisham weiß nicht weiter, schreibt mein Bruder, ich nehme... Ja, aber man merkt schon, dass bei seinem Chat die Art und Weise, wie sie uns, wenn er auf uns Ausländer reagiert, wie sie uns immer darstellen. Bruder, ich habe jetzt während der Reaction 5-mal in deinem Chat gelesen, KuchenTV der Hurensohn. Also wurde natürlich immer halt gebannt oder getimeoutet, alles gut, aber du hast doch selber Leute in deinem Chat, die mich die ganze Zeit beleidigen. Also ich sehe doch, wie viele Chatnachrichten da unten die ganze Zeit verschwinden. Also ich verstehe das eher so, also bist du wirklich blind oder glaubst du das einfach, dass mein Chat jetzt der Schlimmste ist und ihr, da geht's nur um Blumen und so weiter? Also ich check das nicht, Digga. Die immer zu uns schreiben und alles du merkst, ohne dass sie ein Wort schreiben wie Kanake oder sonstiges, du kriegst dieses Gefühl, dass die dich denken, boah, diese dreckigen, stinkenden Ausländer.
du voll dieses Gefühl vermittelt, wenn du in seinen Chat reingehst. Du stinkst wirklich, und dir aber einfach anfängst, diese ganzen komischen Leute. Ey, guck mal, Leute, ich sag euch eine Sache. So, wenn ihr nach diesem Gespräch. Du bist immer jetzt noch in meinem Chat getriggert. Nein, ich bin nicht getriggert. Siehst du, du bist getriggert. In seinem Chat schreiben sie, dass du kein Deutscher bist. Siehst du? Warum erwähnst du das, wenn du nicht getriggert bist? Warum? Wir reden. Danke, latenter Rassismus ist auf den Punkt gebracht. Und ich, guck mal, siehst du, Tim. Und ja, aber du lenkst jetzt hier ab und du lenkst jetzt ab und willst meinen Chat rein. Ich lenk nicht ab. Ich hab dich auseinandergenommen, Bruder. Guck mal, wo ich lenk, du weißt, wo denn, sagt er. Guck mal, du hast, ey, gesagt, Bruder, du hast gesagt, dass ich narzisstisch Tim, bin. Du bist Todesnarzisst. Was hab ich nicht eingesehen? Ich hab doch gesagt. Hä? Guck mal, siehst du, ich sage am Anfang. Ey, das, bleib ich, doch mal ruhig. Am Anfang, bleib doch jetzt nein, mal ruhig. Nein, 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 Tim, nein, 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 Tim, mit dir kann man nicht ruhig reden. Weil, guck mal, wir reden ruhig. Und du, genau deswegen habe ich gesagt, mit Narzissten und mit dir diskutiert man nicht. Und deswegen will ich dich nur triggern, weil es bringt nichts. Es bringt nichts, weil guck mal, wie viel ich mit dir rede, was ich dir alles sage, und du drehst dich immer noch im Kreis. Also war es korrekt, zum Beispiel über ABKs toten Cousin einen Witz zu machen? So, nein, jetzt machen wir den Tim. Nicht. Und okay, er sagt, ich drehe mich im Kreis, haut jetzt einfach sowas raus, was ja mit der Diskussion gerade gar nichts zu tun hat. Also Hisham hat sich gerade einfach selbst widersprochen mit dem MPD-Video, hat das wahrscheinlich auch gemerkt, rastet dann komplett aus und lenkt halt schnell vom Thema ab, damit wir nicht mehr darüber reden. Und dann sagt so ein Hisham, boah, Digga, dann sagt so ein Heikel, boah, der hat den voll hops genommen. Weil ich find's auch geil, wie Kuchen so gespielt ruhig bleibt. Oder ich bin einfach ruhig, so, was soll ich denn machen? Soll ich ausrasten? Überhaupt nicht, warum hast du das dann gemacht? Weil ich zu dem Zeitpunkt einfach psychische Probleme hatte am Ende war und dann habe ich irgendwie das gemacht, weil ich einfach nur ABK schaden wollte. Ach so, du hast psychische Probleme, du warst beim Psychologen und so, hast dann gecheckt, dass du psychische Probleme kriegst du in Deutschland einen Termin, Alter, das kannst du vergessen. Ach, aber so, ich bin tatsächlich auf der Warteliste, lustigerweise. Aber ey, wisst ihr noch, wo man damals gesagt hat, der ist psychisch krank, er hat psychische Probleme und er hat sich darüber aufgeregt und meinte, Ferndiagnose? Wer kann sich an diese... Ich habe mich darüber aufgeregt, dass er mich die ganze Zeit als Narzisst hinstellt. Was ja halt offensichtlich einfach falsch ist. Ich kann Zeit noch erinnern. Da hat das, glaube ich, ABK gesagt, da habe ich das gesagt. Der Typ, dem geht's psychisch nicht gut. Und er meint, das ist eine Ferndiagnose. Aber gibt gerade zu, dass er psychische Probleme gehabt hat. Und wenn es einem psychisch schlecht geht, dann kann es auch manchmal sein, dass man das nicht sofort peilt, sondern erst, wenn man dann seinen Charakter und eine gewisse Zeit reflektiert hat, dass man das dann erst peilt, ja? Und über sowas, mit sowas spaßt man nicht. Dass er auf der Warteliste steht. Oh, guck mal, ich sag euch eine Sache. Ich bin wirklich ein sehr, sehr dummer Mensch, sehr ungebildet. Ich kann nix, ich bin eine Nullnummer. Aber die Sachen, die ich immer sage, ich behalte am Ende immer recht. Ich behalte bei den Dingen recht. Es ist einfach ein Fakt, ne? Ich bin gerne der Vollidiot, der Dummkopf. Aber Hauptsache, ich habe am Ende recht. Mehr brauche ich nicht. Verstehst du, guck mal, ich habe gerade versucht, mit dir ganz normal klar und deutlich zu diskutieren. Ich habe dir klar und deutlich gesagt, ey Tim, mach dir mal Gedanken darüber, warum kein Montana Black als Rassist oder ein Trimax oder ein Unge oder wie die auch alle heißen, ein Julian Bam oder wie auch alle heißen, obwohl Julian Bam hat Vorfahren, beziehungsweise wurde aus Singapur. Aber egal, warum die nicht rassistisch angegriffen werden und du reflektier mal, aber nein, du drehst das Ganze und dann gehst du. Ich meine, das Ding ist auch, die einzigen Leute, die mich halt seit Jahren irgendwie als Rassist oder sonst irgendwas hinstellen, sind lustigerweise auch die ABK-Leute. Und der Grund, warum zum Beispiel ein Trimax oder ein Unge, Montana Black wird ja sogar, wurde sogar eine Zeit lang so hingestellt, das nicht passiert ist, weil die einfach kein Beef mit ABK haben. Es ist ja einfach so, dass ABK die ganze Zeit irgendwelche uralten Ausschnitte von mir raussucht, die teilweise aus dem Zusammenhang schneidet und sagt, ja guck mal, ist ein Islamhasser. Und dann kommt seine Community und sagt, ja guck mal, das ist voll der Rassist. Das ist ja halt das, woher das kommt. So, das heißt, die Leute versuchen mich seit Jahren systematisch als Rassisten hinzustellen. Und er sagt jetzt, ja, was denkst du, woher das kommt, dass die ganze Zeit Leute sagen, dass du ein Rassist bist? Kommt ja nicht von ungefähr, ne? So, Digga, das ist so dumm, wirklich. Das ist so fucking dumm. Wieder auf das Video von NPD und versuchst dich nur darauf aufzuhängen und das machst du gerne. Du hast das doch gesagt, das war dein Argument. Ich hab gerade versucht, dein Argument zu. Nein, hab ich nicht, das war nicht mein Argument. Ich hab dir gesagt, mach dir mal Gedanken darüber, warum die dich hingezogen fühlen, aber ist egal. Guck mal. Aber du hast doch gesagt, dass die mein NPD-Video sehen und mich dann quasi feiern, weil die. Ey, er sagt die ganze Zeit, das Video ist 8 Jahre alt und er sagt, du hast damals ein Video gemacht und dadurch hast du auf jeden Fall. Zuschauer mit rechten Gedankengut, was ja richtig ist, die bleiben ja trotzdem die Zuschauer von damals. Ja, weil die können nicht weggehen, Digga. Also die können, wenn du einmal einen Kanal abonniert hast, dann können die nicht weggehen, so, ne? Und die gucken auch dann jedes deiner Videos, für immer. Das einmal gesehen haben, er hat es auch sehr, sehr gut argumentiert. Er sagt, ja, du sagst jetzt in der Öffentlichkeit distanzierst du dich vielleicht, aber die merken, dass du eigentlich so innerlich vielleicht das noch feierst oder die kriegen halt das Gefühl bei dir. Sehr, sehr stark. Wo, Digga? Also jetzt mal wirklich, das würde mich wirklich interessieren. Wo hat er denn das Gefühl, dass ich nur so tue, als wenn ich mich distanziere, wenn ich ja sogar die ganze Zeit, aber immer wieder Videos drehe, die ja auch mega links sind. Immer wenn du darauf angesprochen wirst, auf dieses Thema, distanzierst du dich von solchen Menschen. Also immer, wenn es irgendwie möglich ist, ja. In dem Sinne. Oder sogar von alleine, wenn du Video drehst. Heike, was erzählst du da? Es ist so dumm, wirklich so dumm. Sehr, sehr stark, das Ganze spontan so auf die Beine zu stellen und so ein Gespräch zu führen. Also ich habe ja auch damals mit Jason diskutiert, live, ne?
ich weiß nicht, ihr könnt zum Beispiel einschätzen, wie fandet ihr das Gespräch zwischen mir und Jesus? Fandet ihr, dass der Jesus trotz seines Alters und seiner Reife mir im Gespräch überlegen war, dass er besser argumentiert hat bei der Jüchse? Nur off-topic kurz, wenn das so war, dass Jesus dir überlegen war, dann bin ich übelst enttäuscht. Also wahrscheinlich könntest du auf, was weiß ich, wie viel Drogen und Alkohol gewesen sein und du wärst Jesus immer noch überlegen gewesen. Heike, das gucke ich mir auf jeden Fall an, weil das kenne ich nicht. Sache? Also das würde mich auch zum Beispiel interessieren. Das habe ich, glaube ich, so noch nie gefragt. Als ich das mit dem Islam gemacht habe, statt dass du mir geschrieben hast, ey, sorry, du hast da recht, das ist scheiße, hast du als Antwort geschrieben, Jesus. Dein Bruder ist aber ein Vergewaltiger und ein Frauenschläger. Und cool. Ja, guck mal, das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel geil finde. So, ich habe das ja vorgelesen gehabt. Also Hisham hat ja nicht einfach geschrieben, so, ja, das Video ist kacke, sondern er hat ja effektiv versucht, mir so krass zu schaden, wie es geht, indem er sagt, ja, guck mal hier, der geht auf Moslems, warum ist so ein Typ überhaupt auf YouTube? Das heißt, er hat quasi auch gefordert, dass ich gesperrt werde. Hat gesagt, man soll das Video runterladen, verbreiten. Also er hat ja effektiv versucht, meinen Ruf in dieser Community der Moslems halt komplett zu zerstören und mich vor denen komplett als Nazi hinzustellen. Und da erwartet Hisham, dass ich dann ganz nett zu ihm komme und sage, hey, hör mal, das ist gar nicht so, das Video ist schon mega alt, ich habe mich davon distanziert. Also das hätte ich vielleicht gemacht, wenn du halt ein ganz normales Video, wenn du eine ganz normale Story gemacht hättest und irgendwie geschrieben hättest, ja, guck mal, das geht gar nicht, was erzählt denn der da? Aber du hast dir effektiv so krank versucht, mir zu schaden wie möglich und hoffst dann, dass ich da normal drauf eingehe und dir schreibe? Also ich bitte dich, also das ist doch klar, dass man das nicht macht, also ich check's nicht, Mann. Nee, wenn der öffentlich gegen dich schießt sowas und sowas macht, dann hast du das privat zu klären. Ja. Ich check das nicht. Ja, ich genau. Eine Woche danach kam das Video raus von Gina, wo, beziehungsweise ABK hat das dann groß gemacht, wo das dann gesagt wurde. So, verstehst du, was ich meine? Und du sagst dann, du reflektierst. Du hast doch nicht reflektiert, du hättest mich so schreiben können, ey Bro, das ist ein altes Video, warum nimmst du das nicht runter? Ich erkläre dir das. Oder ey, wir können uns mal zusammen hinsetzen, dann machen wir ein wärst Video. Wärst du denn bereit gewesen, mit mir zu reden? Warum 100%. Hast du mich denn nicht erstmal... Er hat doch sogar schon mit ihm geredet. Er sagt, wärst du überhaupt bereit gewesen, mit mir zu reden? Er hat mit ihm gesprochen. 2 Jahre vorher. Wo 5 Sachen vorher nicht passiert sind. Er hat doch sogar sofort dieses Video geteilt. Warum hat er mich denn nicht? Warum hat er denn nicht erstmal gefragt, jo, was ist denn mit dem Video? Warum muss ich denn wieder angedacht gekommen? Er hat zu ihm gesagt, die haben doch 1 Stunde mal telefoniert und alles und dann war ja eigentlich alles gut, aber er hat trotzdem dann weitergemacht. Also die Aussage gerade auch von Kuchen, der stellt sich gerade auch ein bisschen dumm, ne? Genauso wie damals bei mir vor ein paar Jahren, als wir da so einen kleinen Beef hatten, da meinte er, komm, Kaffee und Kuchen, habe ich ihm geschrieben, komm, lass uns einen Kaffee und Kuchen machen, meint er okay und hat sich nie wieder mehr gemeldet. Also... Auf jeden Fall, wie gesagt, lange Rede. Würdest du heute noch einen Kaffee und Kuchen mit Heike trinken? Ja, Mann, safe. Safe? Wäre nur lustig. Ich hätte so Bock, mir das anzugucken. Ja, das wäre nur lustig. Ja, Mann. Schreibt Heike, Kaffee und Kuchen. Hat keinen Sinn, sage ich gerne. Guck mal, ich habe mit dir geredet. Du hättest da in dem Moment, wo ich das mit dem Islam-Video hochgeladen habe, beziehungsweise meine Story gepackt habe, hättest du sagen können, ey Hisham, das ist nicht cool. Das ist ein Video, wovon ich mich distanziert habe. Aber nein, stattdessen hast du gesagt, ey, dein Bruder ist ein Vergewaltiger. So, und dann soll mir jemand sagen, ich habe reflektiert. Verstehst du, was ich meine? Das ist doch weil Schwachsinn. Ja, war nicht korrekt, gebe ich ja, auf jeden Fall auch zu. Du? Aber du bist doch da nicht besser. Also du wirfst mich als Islamfeind hin und ich nehme halt die Angriffsfläche, die ich habe und das ist halt diese Update-Sache und poste halt das. Ja, siehst du, also wir beide haben ja dann... Ja, aber guck mal, er greift dich an. Du greifst seinen Bruder an. Schwierige Sache, ne? So, okay, man kann sagen, Update steht in der Öffentlichkeit, aber... Ich habe doch auch oft genug meine Freundin und so weiter angemacht. Da war doch auch immer das Argument, ja, sie steht in der Öffentlichkeit, deswegen ist das in Ordnung. Aber wenn ich dann auf öffentliche Familienmitglieder gehe, auf den Bruder oder so, geht das wieder gar nicht. Ich verstehe diese Doppelmoral einfach nicht. Alles, was ich mache, wenn ich genau das gleiche mache, was die mache, wird es mir trotzdem negativ hingestellt. Aber da merkst du ja, wenn er sich nicht weiterhelfen kann, macht er ja genau das, wofür er ABK kritisiert, obwohl er selber damit angefangen hat. Er zieht diese Sache rein von ABK, die private Sache, dann zieht er das rein, dann zieht er Update rein. Also er ist schon sehr, sehr schwach von seiner Persönlichkeit her. Einfach. Ja, aber dann bist du ja anscheinend eine Person, wenn du mit dem Rücken zur Wand bist. Leider eine sehr schwache Persönlichkeit. Denk nicht mehr nach. Warum denn Rücken zur Wand? Also ich habe einfach das gemacht, was du gemacht hast. Ich habe einfach Sachen aus. Du hast nicht das gemacht, was ich mache. Ich habe einfach Sachen gepostet, um dir halt zu schaden. Nee, du hast mir ja nicht geschadet, weil das ist ja was anderes. Aber guck mal, du hast ja nicht das gemacht, was ich mache, sondern du hast einfach. Guck mal. Du hast mich als Islamfeind hingestellt, obwohl das ja gar nicht stimmt. Und ich habe Update anscheinend als Vergewaltiger gestellt, was nicht stimmt. Nein, aber bei Update gibt es aber kein Video. Bei Update gibt es ja kein Video, wo jemand vergewaltigt. So. Aber bei dir gibt es ein Video, wo du einen Song gemacht hast über den Islam. Also ist das nicht dasselbe. Aber ist egal, unabhängig davon, Tim. Wie gesagt, wenn du mit dem Rücken zur Wand bist, versuchst du einfach... Auch ein sehr, sehr gutes Argument von Hisham. Von dir gibt es ja ein Video, wo du dich über den Islam lustig machst, aber es gibt kein Video. Sich über etwas lustig machen, heißt nicht, dass man das hasst. Mal so nebenbei. Video von Abdel, wo man sieht oder wo gesagt wird, ey, ich bin ein Vergewaltiger. Ich hab mich doch distanziert von dir. Du hast ihn ja gar nicht.
Also, ja, das hat er sich ja auch ausgedacht. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt noch leider nicht. Naja. Du hast es dann trotzdem noch hochgeladen. Nein, da hatte ich den Song sogar schon gelöscht. Du hast ihn erst genommen, als ich den gelöscht habe. Du hast ihn erst gelöscht, wo ABK ein Video darüber gemacht hat. Erst danach, du hast ihn doch erst nach dem Video geteilt. Ja, du hast es, ja genau, weil ABK erst darauf aufmerksam gemacht hat. Und du hast ihn erst danach gelöscht. Also ist das scheißegal, ob es einen Tag oder zwei Tage danach das darauf aufmerksam. Aber ich habe mich ja schon distanziert und dann hast du den Song nochmal gepostet. Hast du nicht, du hast recht. Erst merkt ihr, seit 40 Minuten redet er über das 8 Jahre alte NPD-Video und dass er den Song gelöscht hat. Super. Digga, weil Hishin doch die ganze Zeit darüber redet. Willst du mich verarschen? Ey, Digga, es ist unfassbar. Wirklich, es ist unfassbar. Boah, sehr reflektiert, Tim. Du hättest auch mit ihm reden können, sagen, ey, hör mal zu, ist nicht cool, dies und das, ey, ich entschuldige mich dafür, dass ich mich über deinen Cousin lustig gemacht habe, aber das war auch nicht, hast du nicht. Doch, ich kann dir jetzt die WhatsApp zeigen, wo ich mich genau dafür entschuldigt habe. Nachdem du den so abgefuckt hast. Dann hat er mich blockiert. Ja, aber guck mal, du hättest, mit ABK kann man reden, du hättest mit ihm reden können die ganze Zeit. Dann konnte ich nicht. Nein, er hat mich blockiert. Ja, nachdem du ihn gemacht hast. Aber das ist doch gerade dein Punkt, ich wollte doch da mit ihm reden und er hat mich blockiert, also wollte ich mich doch. Ja, aber irgendwann mal ist auch gut. Irgendwann mal ist auch. Sein Argument war doch aber gerade ein anderes. Er hat doch gerade gesagt, ja, du hast dich nicht entschuldigt. Ich so, doch. Ja, nö. Hä? Alter, Digga. Gut, Leute. Kay wollte sogar einen Kaffee und Kuchen mit ihm machen. Trotz dieser ganzen Vorfälle davor. Und dann hat aber Kuchen angefangen, gegen ABK zu schießen. Ne? Er hat halt einen Höhenflug gehabt. Mit ihm reden. Ich kann es auch jetzt immer noch mit ihm klären. Ich habe damit überhaupt kein Problem, wenn er sich... Also er hat mich ja blockiert, deswegen muss er sich melden. Ich wäre sofort bereit, das zu klären. Dann schicke ich auch Anwälte zurück, mach einfach nichts mehr. Und dann ist halt okay. Ja eben, aber wenn er nicht will, dann kannst du es mir nicht vorwerfen. Also ja, ich habe den ersten Schritt gemacht. Ich habe ihm geschrieben. Ich meinte, ey, tut mir leid, so in letzter Zeit war einfach Kacke, was ich gemacht habe. So, tut mir leid, lass gerne quatschen. Ja. Also wenn er das nicht annimmt, so, dann kannst du mir ja nicht die Schuld geben. Und wenn er das nicht annehmen möchte, weil zu viel passiert ist, ja, ey, kann ich komplett verstehen, aber dann wärst du mir nicht vor. Weil ja, aber guck mal, merkt ihr, was gerade unfair an der Sache ist? So, rede mit mir oder meine Anwälte nehmen dich auseinander. Redest du, wie heißt das? Redest du mit mir, kann ich die Anwälte zurückpfeifen. Redest du nicht mit mir, ja, dann schade ich dir. Das hat Heike mir auch schon gesagt, aber du musst es ja so verstehen, dass Kuchen ja möchte, dass er mit manchen Dingen aufhört. Und wenn man darüber nicht spricht, sondern er dann einfach weitermacht, was soll Kuchen denn machen? Er soll zurückrudern, aber er kann dann die Sachen, die Kuchen jetzt gerade nerven, einfach weitermachen oder wie. Das ist ja auch keine Lösung. Ich sehe diese Zwickmühle auch, ja, es sind schlimme Sachen passiert auf der Seite und auf der Seite, aber wenn man keinen Konsens findet und irgendwie ins Gespräch geht, so, dann wird die Sache wahrscheinlich nicht so schnell enden, außer der Gerichtsprozess ist irgendwann vorbei und dann ja, schießt man wieder irgendwann gegen sich. Ist doch genug. Und so, ich sag das jetzt auch einfach nochmal, immer wieder wird, also er hat sich für diesen ekelhaften Witz, dafür hat er sich entschuldigt, privat und öffentlich, ganz wichtig, und öffentlich auch nochmal, ne, so, weil es gehört sehr viel Gesicht dazu, sich öffentlich zu entschuldigen. Und dadurch, dass ihr das immer wieder erwähnt, lasst doch die Toten ruhen. So, lasst die Toten ruhen. Das ist wirklich, das ist unangenehm, auch für die Fam wahrscheinlich, wenn die sowas mitbekommt. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal Menschen verloren habt, die ihr liebt, so, man muss das nicht immer wieder in die Öffentlichkeit ziehen, so, lasst die Toten ruhen. Sorry, dass ich mich wiederhole. Ja, und wie gesagt, also ich finde es auch generell halt, ich meine, guck mal, ich habe jetzt ABK so viele Angebote gemacht, so, ey, lass es doch einfach klären, lass doch einfach mal wieder wenigstens eine Basis haben, wo wir miteinander reden. Ich habe ja sogar so ein Friedensangebot-Video gemacht, ich weiß nicht, ob das vor dem Video kam oder danach, wo ich sogar sage, ey, wir können einfach reden, ich ziehe meine Anwälte zurück. Das bedeutet auch nicht, dass er danach keine Videos mehr machen darf. So, ich will nicht machen, okay, ich ziehe die Anwälte zurück, du lässt mich in Ruhe, gar nicht. Er kann danach immer noch 30 Videos machen, so, wo er einfach nur mein, ich sag mal, so Privatleben raushalten soll, dass er halt nicht solche Sachen teilt, wo ich dann irgendwie Angst haben muss, da privat angemacht zu werden. Das ist alles zum Beispiel, was ich möchte. So, und ich entschuldige mich privat, ich reiche ihm die Hand, ich mache sogar Videos, wo ich sage, ich würde da meine Anwälte zurückziehen und lass doch einfach quatschen, so. Warum muss denn immer alles von mir ausgehen? Das ist das, was ich nicht verstehe. So, im Endeffekt kann ABK auch noch 100 Videos machen. Im Endeffekt ist es ja nur die Community von ABK und die mögen mich sowieso nicht. Er erreicht ja außerhalb davon gar keine Leute, wenn ich nicht wieder irgendeinen dummen Fehler mache. So, das heißt, mir kann es im Endeffekt egal sein, ob der noch 10 Videos macht. Es geht, weil einer sagt, manche können so einen Spruch nicht verzeihen. Ey, ich verstehe das. Es geht doch nicht darum, dass man verzeihen muss, sondern wenn man jetzt so ein bisschen reflektiert und gerade sieht, wow, diese ganze Sache belastet meine Familie, diese ganze Sache macht dies und das. Einfach, um das irgendwann zu unterbinden, um mal Ruhe reinzukriegen. Du musst mir überlegen, alleine dadurch, dass das gerade so ein Hin und Her ist, wird es die ganze Zeit wieder erwähnt und wie ich schon den Spruch gesagt habe, man soll die Toten irgendwann ruhen lassen, etc. Ihr könnt mir glauben, als Kuchen das gemacht hat, diesen Witz, der hat auch von mir eine Ansage bekommen. So, ich habe auch gesagt, ey, du bist gerade zu weit gegangen, bleib im Blu. Und er denkt sich dann auch so, scheiße, was habe ich da geredet und so weiter. Entschuldigt sich dafür und
Das ist einfach, das geht schon so weit darüber hinaus. Aber es geht auch darüber hinaus, wenn man irgendwie es so darstellt, hey, Kuchen im Real Life anzugehen, das finde ich cool. So, ich poste das sogar, wenn das einer von euch macht. Also hier alle, macht den mal fertig so, ne? Das ist auch nicht cool. So gerade, ey, wie gesagt, da wurden gegenseitig jetzt schon Familienmitglieder mit reingezogen, egal ob es Ex-Freundinnen sind, aber wenn der Junge hier mit seinem Sohn unterwegs ist oder so und dann irgendwelche Leute es cool finden, den irgendwie anzugehen, weil die genau wissen, wow, wir werden ja gepostet, wenn wir den irgendwie angehen im Real Life, dann ist das scheiße so. Also ich war selber mal im Park mit dabei, wo irgendwie dann einer angekommen ist und ja klar, man sagt dann so, verpiept dich und alles ist wieder gut, aber das sind so eine Sachen, das geht doch so weit über YouTube jetzt hinaus und irgendwann einfach mal zumachen so. Und ich weiß, dazu gehört sehr viel Größe, vielleicht muss ABK, also muss nicht, also ich meine, muss er gerade ein bisschen mehr Größe dafür aufbringen, er muss es nicht tun, aber ich meine, er würde es damit tun und ich versuche auch nur so ein bisschen zu vermitteln, auch wenn ich jetzt Heike noch nicht gut kenne, weil ich mir auch so wünsche, ey, das Ding soll einfach mal beendet sein, weil es ist einfach nur noch unangenehm und auch nicht mehr schön anzusehen, so von außen. So klar, viele ergötzen sich an Beef und so weiter, aber vergiss immer noch nicht, also das sind immer noch reale Menschen, die sich hier beefen, auch wenn es jetzt im Internet stattfindet und es ist nicht schön auf jeden Fall. Ja, vor allem redet ja auch keiner von Verzeihen. Ich will ja nicht danach cool mit ABK sein und Videos mit ihm drehen oder irgendwie bei WhatsApp die ganze Zeit schreiben, sondern einfach, dass man mal wieder, also dass man so, sagen wir mal, jetzt ist der Beef so auf einer Stufe von 1 bis 10 bei 10, sodass man das einfach runterholt, dass sich beide Seiten mal so ein bisschen abkühlen, sage ich einfach mal. Weißt du, dass man vielleicht wieder auf 8 oder 7 kommt und da kann man ja noch weiter beefen. Ist ja dann alles in Ordnung. Einer schreibt jetzt ja, seine Art gegenüber dem Islam geht aber nicht. Ja, seine Art gegenüber dem Islam geht nicht, dass er zum Beispiel an das Grab von meiner Mutter geht und das Grab mit mir pflegt. Was redest du? So, das regt mich einfach auf. Mich regt es auch ein bisschen auf. Ja, klar, es ist Content lustig, dass man sich die ganze Zeit dafür verteidigen muss. Also der Typ ist kein schlechter Mensch. Wenn er etwas gegen den Islam hätte oder gegen Ausländer, dann würde ich hier nicht sitzen. So, und ich sitze hier freiwillig. Ich sitze hier nicht, weil er mich irgendwie instrumentalisiert oder irgendwas. Ich krieg noch Nein, Spaß. Aber so, das ist einfach, nein. So, hört auf damit. So, spielt eure Karten fair. So, macht das nicht. Halt, ne? Aber er versteht nicht, dass er einfach mit dieser einen Aussage eine Schwelle überschritten hat. Und das kann man auch nicht mehr so leicht rückgängig machen. Ne? Weil du, guck mal, abgesehen davon, dass das wirklich eine Sache ist, die zu weit geht, du merkst, er zeigt keine Reue. Er zeigt überhaupt keine Reue. Du spürst es nicht. Ne? Es gibt Menschen, die haben wirklich Reue. Guck mal, es gibt Menschen, Guck mal, da würde ich auch gerne mal wissen von Heike. Also wann würde ich denn Reue zeigen? Was mache ich denn, was ein Mensch... Was mache ich nicht, was ein Mensch macht, der Reue zeigt? Also das wird, ich würde das gerne einfach mal verstehen. Die behaupten das immer so. Aber was soll ich denn machen? So, soll ich jetzt ABKs Mutter Blumen nach Hause senden? So, also ich kann ja nicht mehr machen, als mich öffentlich zu entschuldigen und oder privat mich zu entschuldigen. Wenn ABK mich halt blockiert, dann nimmt er mir ja auch die Möglichkeit, mehr Gutes zu tun, sage ich mal. Ich kann ja gar nicht mehr machen. Wenn es etwas gibt, sag es. Sag es mir, wenn wir uns treffen in 1, 2, 3 Wochen, keine Ahnung. Sag es mir gerne. Ich leite das weiter so und... Gerne. Die bringen jemanden um, aus Affekt. Und es sind wirklich Menschen, die haben noch nie etwas Böses in ihrem Leben getan. Aber aus Affekt passiert es, dass sie jemanden umbringen. Bei einem Streit irgendwie passiert es. Es ist ein Totschlag. Und am Ende müssen sie in den Knast gehen, obwohl sie es nicht beabsichtigt haben. Sie würden sowas niemals in ihrem Leben tun. Sie haben Reue, sie weinen, ihnen tut es von Herzen leid. Und sie gehen trotzdem am Ende in den Knast und müssen 6, 7 Jahre absitzen. Aber er hat keine Reue. Er ist ein Mensch, er hat keine Reue. Die Aussage, ja, wenn er nicht mit mir reden will, dann lasse ich es halt bei den Anwälten. Damit setzt man jemanden unter Druck, Leute. Da kann ich ABK nachvollziehen, dass er da, das heißt, seinen Stolz hat, sondern das geht ja über den Stolz hinaus, sondern dass er da auch so sein kann. Nein, das habe ich so einfach nicht gesagt. Ich habe einfach gesagt, dass ich halt vorher mal mit ABK reden möchte. So, man kann auch dann halt einfach mal ein Gespräch suchen, um einfach mal gucken, was halt dabei rauskommt. So, was, zum Beispiel Heike, was wäre denn jetzt, wenn ich die Anwälte jetzt, wenn ich jetzt einfach sage, so nein, wir machen bitte gar nichts mehr, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Als ob ABK dann aufhört, dann hat ABK doch noch mehr einen Freifahrtschein, weil ich dann halt quasi gar nichts habe und er wieder frei ist. So, wenn ich dann halt wieder die Anwälte ranhole irgendwann, kommt das vor Gericht natürlich auch komisch. Ja, warum haben sie die denn zurückgezogen? So, also ich habe ja so quasi gar keine Möglichkeit, mich, sage ich mal, irgendwie so abzusichern, mehr oder weniger, dass man mal irgendwie in einem Gespräch wenigstens sagt, so, okay, ich lasse die Familie raus oder whatever. Die habe ich ja gar nicht die Möglichkeit. Irgendwann muss ja einer den ersten Schritt machen. Und der erste Schritt geht ja jetzt gerade ganz klar von ihm aus, dass er sagt, hey, so, ich würde das Ding gerne zumachen. Wenn es dafür irgendwie eine Möglichkeit gibt, dann lass es doch irgendwie klären.
Charakter hat und die Ehre behält in dem Sinne und sagt, nö, weißt du was, ich rede nicht mit ihm. Wenn die Strafe kommen sollte, dann ist es halt eben so. Da gehe ich durch. Sonst will ich nicht telefonieren. Nein, ich wollte das einfach von dir mal verstehen, weil es ist ja ein Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel Videos machst oder du in Streams sagst, irgendwie, ja, ich versuche jetzt hier alles von dem Striken zu lassen, um mir den Kanal wegzunehmen. Wo nee, ich so denke, ich hab hier gesagt, ja, indem ich dich abwacke, weil du versuchst ja auch ABK finanziell zu schaden. Du sagst doch auch, ich will, da gibt's doch einen Ausschnitt von dir. Ja, aber ich würde ihm den Kanal nicht wegnehmen, also ich strike ja nichts von ihm. Du willst ihm aber sein Geld wegnehmen, du willst ihm sein Essen wegnehmen. Du machst dich über ihn, du sagst ja, ich will dem ABK finanziell schaden. Also kann ich dann auch sagen, ey. Ja, okay. Aber er versucht mir doch auch halt mega zu schaden, indem er mich als Islamfeind hinstellt, als Pädophil, indem er versucht, dass ich im Real Life angefeindet werde. Also ich weiß nicht, das ist ja, also jeder nutzt halt die Karten, die er spielen kann, so. Und er nutzt halt seine Community und die Öffentlichkeit und ich habe da halt keinen Bock mehr drauf und habe dann jetzt halt Anwalt immerhin geschickt. Ja, die Sache ist, bei dir, ich kenne dein Lieblingswort, habe ich jetzt schon rausgefunden und das ist ein Wort und das benutzen Narzissten sehr, sehr gerne und das ist aber. Und nach aber kommt nur noch Scheiße. Du baust einen Satz auf. Gibt's da irgendeine Studie zu? Ja. Stark. Sehr, sehr gut von Hisham. Wirklich sehr, sehr, sehr gut. Was ist denn das genau? So, jetzt ist langsam lächerlich. Egal, auf jeden Fall. Die führen eine Diskussion, wo Hisham eine Meinung hat und Kuchen. Kuchen wiederholt das, was Hisham sagt und sagt aber, weil er seine Meinung sagen will. Und jetzt ist er ein Narzisst, weil er seine Meinung sagt. Leute, Alter, man kann auch übertreiben, so sich das irgendwie an den Haaren herbeizuziehen. Auf jeden Fall wünsche ich dir noch was. Und pass auf, aber, auf und alles gut. Ja, aber komm, wie gesagt, du kannst gerne ein Gespräch mit ABK klären. Ich bin sofort bereit, das zu klären, dann auch die Anwälte zurückzuschicken. Mir ist es egal, an mir liegt es halt nicht. Wo ist das nicht aber? Okay. Nö. Also wie gesagt, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch was und ja, was soll ich dir noch sagen? Pass auf dich auf und wir hören uns. Ja, viel Spaß weiter bei deinem Psychologiestudium, Bruder. Da ist der Tim getriggert, ne, dass das Gespräch nicht weiterging. Frag mich jetzt, was der Hisham noch zu sagen hat, dann nachträglich. Ja, kann man nicht ernst nehmen. Kann man nicht ernst nehmen, Bruder. Was soll ich euch sagen? Ich küsse eure Herzen. Gut, da hören wir mal auf, weil jetzt könnte ich das noch hochladen und sagen, es ist ja unser Gespräch, deswegen habe ich da irgendwo auch die Rechte dran, aber jetzt ist ja halt nur noch Hisham, der da halt redet. Deswegen lasse ich das mal weg. Ja, was, Digga, keine Ahnung, es ist halt, das ist eine echt komische Bubble. Ich muss sagen, das war so das ernsthafteste, was ich mir jetzt mit dir hier jemals ansehen musste und die Stimmung war so sehr, so low, so nicht so auf lustig, sondern ey, einfach ernst, weil es wird ja nur noch lächerlich, so diese ganzen Vorwürfe und ja. Nervig. Tja. Wollen wir uns küssen? Nein. Achso.